So, hallo und herzlich willkommen zurück bei FIFA 14. Wir sollten jetzt eigentlich gegen den Hertha BSC spielen, aber ich werde das simulieren lassen und mal schauen, was dabei rauskommt. Ich glaube, ich sollte gewinnen. Ich mache das jetzt hier ganz kurz. Und am 26. Oktober 2013, das ist ein paar Tage. Und da ist mein Geburtstag. 4:0. Ja, wer hat's ja? Ja, das war zu erwarten. Und jetzt spielen wir Pokal gegen Erzberge. Au, was ist denn das bitte? Na gut, wir spielen aber Pokalspiele, werde ich natürlich alle spielen. Ligaspiele werde ich ab und zu mal überspringen. Jetzt spielen wir mal das erste Pokalspiel. Das gefällt mir. Gut, fangen wir an hier. Los geht's. Spiel mal, wie der Bayern sagen, der. Ja, und schießt man einfach. Na toll. Warte mal, wenn einfach nur drauf schießt, dann trifft man das. Nee, doch nicht. Okay, noch einen Schluck Eistee genommen. Und ja, Pokalspiele sind immer wichtig. Und da müssen wir jetzt wirklich hier Vollgas geben, du. Der Alaba, der tut sich noch ein bisschen dehnen hier. Der muss nicht zum Ball laufen. Nö. So, aber gegen die Mannschaft, die habe ich euch zum ersten Mal. Ich glaube, da sollten wir locker gewinnen, Leute. Die höre ich halt wirklich zum ersten Mal. Also wenn wir da nicht zwei der Tolle reinhauen, dann weiß ich auch nicht. Da. Okay. Ich weiß gar nicht, was das für eine Mannschaft überhaupt ist, gegen was ich spiele hier. Aue. Was ist das? Ja, streng gegen die Spieler. Super gemacht. So, Vidal nimmt den Ball und rennt schön vor. Da vorne ist der Ribéry, ne, der Robben. Wechseln die zwei immer, weil sie mit Erde, weil beide mit Erde anfangen. Der Keeper bedankt sich bei seinem Verteidigerkollegen. Das kann er auch machen. Sehr schön. Ganz starker Einsatz. Komm schon. Ah, da wäre der Robben fast durch. Okay, der geht ins Nichts. Ein ganz starkes Gut. Zuspiel, deswegen geht der Ball ins Aus. Okay, Schweinsteigerchen. Den holen wir uns. Jawohl. Nee, doch nicht. Sah so aus, als ob ich da in der Nähe wäre, dass ich den Ball hier holen kann, aber nee. Okay, komm, halt auf. Bin ich auf sehr offensiv? Nee, jetzt bin ich auf sehr offensiv. Okay, ja, passt nur hier hin und her. Das wird euch nichts bringen, du. Oh, ja. Schenk ihn. Schenk ihn den fucking Scheißball, ey. Erzgebirge Aue. Mann, also dass ich gegen Erzgebirge Aue ein Tor kriege, das ist ja wohl ein Witz. Aber wirklich, ey. Ja, und pass ins Nichts. Natürlich auch wieder super gemacht. Das regt mich gerade wieder auf. Weißt du, das war wieder so ein unnötiges Tor, wo ich einfach nur durch Scheiße bauen. Weißt du, das haben sie sich nicht verdient. Wenn sie es verdient hätten, dann Ja, der ist ganz konzentriert. Keine Gefahr. Ne, ich spiele gerade wirklich einen Scheiß zusammen. Das gibt's ja nicht, ey. Ne, glaub mir, Leute, ich werde locker drei Tore reinmachen müssen. Gegen diese Scheißmannschaft. Aber sowas von. Das sehe ich schon. Der Bursche ist wirklich pfeilschnell. Und wie will man den Alter! Ich baue gerade echt Scheiße hier. Ja, komm. Mandzukic. Ja, scheiß Pass. Die können doch nichts. Oliver Schröder. Bezogen. Komm, den holst du. Ja. Okay, schön. Ärgert er sich nicht darüber, dass er an dieser Stelle den Ball verloren hat. Ich glaube, ich sage gar nichts mehr dazu. Natürlich, der Schiedsrichter hat kurz nachgedacht. Vorteil oder Pfiff? Dazu sage ich jetzt echt nichts. Das hätte ein Tor sein müssen und ich habe mich verdrückt. Ich habe davor auf Pass gedrückt und habe gedacht, ja gut, dann bricht er den Pass ab. Dann macht er das nicht mehr, aber dann passt er doch noch. Vor Abseits. Ne, doch nicht. Oh, komm, Ribéry. Was spiele ich denn für einen Scheiß zusammen hier?
Situation und schnappt sich das Spielgerät. Das gibt's doch nicht! Ribéry. Komm, den hol's dir! Den hol's dir! Gleich den Ball zum Abstoß zurechtlegen. Der Ball war im Tor aus. Wahnsinn, davor verlege ich gegen den Bayern 04? Durch Pech? Jetzt kriegen die auch noch hier ein Tor rein. Durch Glück? Ja? Wahnsinn, wirklich. Den hätte ich haben müssen. Der Kampf für die Befreiung des Balles war komm jetzt. Nee. Ich bin nicht ganz da, Leute. Das merkt man, glaube ich. Ich bin einfach nicht ganz da. Das sieht man. So, jetzt Ribéry, geh rein da. Geh rein und schieß den Scheiß. Jawoll! So gehört sich das, Mann. Ja, eine fliegende Kamera. So, das war der erste Streich, Leute. Jetzt kommt auch gleich der nächste sogleich, oder wie man da sagt. Mandzukic, da ist er, der Spezialist für die hohen Bälle. Ja, das ist er wirklich. Mann, Granda, Dante. So, Javi Martinez. Ne, der ist zu langsam. Der ist zu langsam für die Ecke. Für die Flanke, meine ich. Und sie verlieren den Ball auf dem Flügel. Ja, so. Hier könnte sich eine Chance entwickeln. Komm schon. Ne, zu nah am Goalie. Mandzukic wartet schon. Viel zu nah am Goalie. Aber die mich austricksen hier. Jerome Boateng. Javi Martinez. Okay. Da ist er nie so toll am Ball. Ja, ja, dann in den Schiedsrichter rein. So, Robben. Mach einen deiner berühmten Flanken. Ja, dann doch nicht ins Haus. Komm schon. Jawohl. Nee, da fliegt er noch rum. Scheiße. Na, was war das jetzt bitte? Was war das bitte? Na. Schade. Oliver Schröder. Nein. Da hat das Teil. Nicht mit mir, nicht mit mir. Abseits. Alaba. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Alles frei, jeder kann ihn haben. Und Randa. Football for Hope! Oh ja! So, komm. Da kriegen sie einen Freistoß. Schade. Foulspiel, Freistoß gegen den FC Bayern. Da stand die falsche Adresse drauf auf der Flanke. Der Gegner hat den Ball. Randa, Randa. Shit. Nein! Ich glaub's nicht. Ich glaub's einfach nicht.
Habe ich schon gesagt, dass ich das nicht glaube? Ja, dann hau mich um, du Drecksau! Bin ich aggressiv, du. Das gibt's nicht, dass ich noch ein 2-1 schießen, ey. Es ist ein Wunder überhaupt, dass sie ein Tor geschossen haben. Boah. Schau, schau, wie geschenkt das war, der scheiß Alaba. Schaut. Wahnsinn, ey. So. Wir müssen das jetzt richten hier. So. Auf geht's. Jetzt spielen sie die berühmte 1-1-8-Taktik. Alle Mann nach vorne. Also ich bin auch ganz überrascht. Ich wusste gar nicht, mit wie viel Offensiven man so ein Spiel gestalten kann. Na, jetzt weiß das. Oliver Schröder. Pezzoni. Sie lassen den Ball richtig fein durch die eigenen Reihen laufen. Und nun Arturo Vidal. Alaba. Doch nicht dahin! So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt ihn? Lol. Ich gewinne das Spiel noch, Leute. Mindestens ein Unentschieden, aber. Mindestens ein Unentschieden. Das war wichtig, wie er da hingegangen. Das wird ganz gefährlich. Achtung! So, komm. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Nee. Schade. Das war aber eine geile Aktion. Nee, fuck. Oh. Schöner Schuss von Mandzukic, aber leider nicht gut platziert. Jetzt mache ich sowas von Druck da vorne, Mann. Sie sind begeistert über dieses Kombinationsspiel, das sie hier aufziehen. Lahm. Schweinsteiger. Mandzukic. Oh, rennt nur noch vorher. Dass ich hier mehr Platz zum Spielen habe, da. Nee. Schön gemacht, Lahm. Und fett rein da. Ah. Schade. Ah, ich habe gedacht, er rennt weiter. Und dann hätte ich ja schön den austricksen können eigentlich. Ballbesitz für Bayern München. Okay. Eigentlich kann der Trainer ja zufrieden sein, aber vielleicht hilft der neue Mann jetzt dabei, die Führung zu verteidigen. Fuck, wieso fliegst du denn hin? Wie der Abwehr Spieler den Schuss abblockt. Wer will ihn? Der könnte passen. Jawohl! Habe gesagt, mindestens Ausgleich. Wie oft hat er aufs Tor geschossen? Alles für sie ausgerechnet. Sie sahen schon aus wie die sicheren Sieger. Und jetzt. Jawohl! Wunderschön. Wir sehen hier, dass der Pfosten durchaus mitspielt, aber am Ende ist egal, der Ball ist am Netz. Oh, das ist eine enge Kiste heute. Ausgleich. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Flanke fliegt in den 16er. Oh, geht er rein? Ja, da sind sie nicht durchgekommen gegen den blockierenden Abwehrspieler. Na, ja, jetzt habe ich ein bisschen zu langsam gespielt. Oder? Wow. Schaut mal. Nicht so einfach, den Ball zu halten. Es war gefährlich.
Und wieder eine unfassbare Parade. Und wieder bewahrt er seine Mannschaft vor dem Rückstand. So, aber jetzt gibt es hier einen Kopfball. Tor, nein, doch nicht. Schade. Ah, der ist jetzt ein bisschen zu sehr versprungen, der Ball. Sonst hätte ich den vielleicht noch gehabt. Da. Schweinsteiger. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Hausherren. Alaba. Jetzt könnte es gefährlich werden. Oh! Oh. Und Eckball gibt's. Schade. Sie wollen jetzt das Führungstor ohne Frage. Und eine Auswechslung soll dabei. Ah, ich hätte drauf schießen müssen. Ah! Punkt ist absolut zu wenig. Sie wollen hier gewinnen. Natürlich will ich gewinnen. Und ich weiß, dass ich es kann. Schweinsteiger am Ball. Jetzt hat er die Chance zu flanken. Ja! Oh, nee! Posten. Komm schon! Jawohl! Wie geil! Oh ja, yeah, das war wirklich wunderschön. Das muss ich mir nochmal hier anschauen. Mit meinem eigenen Kamerawinkel. Oh ja, yeah, schaut mal. Hätte eigentlich hier schon ein Tor sein müssen, aber da hat er noch versucht, ihn irgendwie zu kriegen. Und hier stürmt Vidal rein und BAMS! Voll reingeschossen, wunderschön. Sehr schönes Tor. Auf eine Überraschung wurde vergebens spekuliert, der FC Bayern München liegt vor. Ja, es wäre fast eine Überraschung geworden. Und raus damit! Ja, super. Kannst nicht einen Ball vorlegen und rennen, das wollte ich eigentlich. Aber macht er nicht. Die Kollegen helfen ihm schön. Jetzt ist erstmal ein bisschen Tempo raus aus dem Angriff. Ja, komm schon, Ribéry. Unfassbar schnell, unfassbare Technik, ein Tempodribbler par excellence, ist als Flügelspieler fast unersetzbar. Ja, tolle Chance. Oh, machen wir noch eins hier. Jawohl. Wenn wir schon dabei sind, oder? Jetzt habe ich nur noch eine Frage. Macht er noch eins? Das war ja schon sein zweiter Treffer. Oh yeah. Oh oh. Und Vorsicht, es ist noch nicht vorbei. Fast noch ein Tor gewesen für sie. Komm schon, Frank. Und rein da. Können Sie die Flanke verwerten? Bei der nächsten Spielunterbrechung wird das Heimteam wechseln. Und yes! Da haut er oben auch noch mehr rein hier. So gehört sich das. Jetzt wird's aber ziemlich heftig hier. Naja, aber das ist im Grunde, wenn wir das hier nochmal sehen, Manni. Oh ja, das war doch wunderschön, Leute. Das muss ich mir nochmal anschauen hier. Nicht nur wunderschön gespielt, sondern auch hier dieser Pass und dann hier noch durch. Und der Schuss. Einfach wunderschön. Der Beleg dessen, was wir das ganze Spiel über gesehen haben. Wenn der Ball so platziert ist, da ins untere Eck, das ist für jeden Torhüter schwer zu halten. Dann bringen wir es auf den Punkt. Das ist unmöglich. Es ist nicht mehr lang zu spielen, das sieht nicht gut aus für die Mannschaft im Anstoßkreis. Arjen Robben in Ballbesitz. Zu viel getrickst.
Zu viel getrickst. Oh ja, aber bei 5-2, da wird man halt ein bisschen selbstbewusster natürlich. Ja, da kann man auch mal gerne ein bisschen Scheiße bauen, du. Komm her, kommt her. Kann eh nichts mehr passieren. Aber wenigstens war es ein spannendes Spiel. Ja, am Anfang habe ich ja 2 Tore reinbekommen, ja. Also hätte man auch denken können, dass es anders ausgeht. Da kommt Jivonko. Und jetzt ein Sebastian Jovinko. Also Jovinko heißt er. Kriegt jetzt als nächster den Ball. Klasse geklärt vom Abwehrspiel. Und vorbei. Das FC Bayern können zufrieden sein, denn die Münchner gehen als Sieger vom Platz. Riesenjubel, sie sind. Gut, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.